Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch einen meiner Lieblingsaufstriche teilen. Ich liebe Eieraufstrich. Mir ist es dann aber irgendwann zu langweilig geworden, weil ich mir gedacht habe, es ist immer das mit diesen hart oder festgekochten Eiern. Man hat die Stücke drinnen. Es war mir einfach ein bisschen zu lasch häufig. Und ich wollte das cremiger und ich wollte das einfach ein bisschen anders. Und deshalb habe ich mir dann einfallen lassen und habe einfach mal so rumgetüftelt und bin beim Perfekten angekommen. Und zwar, es kommen Karotten rein, es kommen ein paar Kartoffeln rein, es kommt Käse mit rein und das Spezielle an meinem Eiersalat, Eieraufstrich Deluxe, so wie ich ihn nennen, sind wachsweiche Eier. Das Ganze wird cremig, kriegt so den gewissen Pep durch das Ganze. Wir haben ein bisschen eine Jungzwiebel drinnen, einfach um ein bisschen eine Zwiebelnote reinzubringen, aber mir ist dann einfach die Kochzwiebel, sage ich mal, ist mir dann einfach ein bisschen zu heftig oft gewesen und dann die Stücke drinnen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Die Zutaten findet ihr natürlich wieder unten in der Videobeschreibung, alles ganz genau. Die Eier übrigens, als kleiner Tipp, kocht euch die im Egg Pro von Wundermix, die lassen sie wunderbar schälen. Ihr habt da ein Video dazu gemacht, schaut euch das Zubehör einfach mal an, vielleicht ist das ja was für euch. So, wir starten und zwar anfangen wir mal mit dem Käse und geben den jetzt einfach mal in den Mixtopf. So. Ich habe Gouda genommen. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Käse verwenden. Ich würde euch aber raten, das Ganze eher neutral zu halten. Also jetzt Emmentaler Bergkäse würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Und der Gouda wird doch auch ein bisschen von der Konsistenz so ein bisschen weicher und cremiger. Und er ist nicht übertönt und nicht den ganzen restlichen Geschmack. Das finde ich ganz wichtig. Und jetzt wird das Ganze für 7 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. So, jetzt haben wir unseren Käse. Den geben wir uns einfach raus in eine Schüssel. Oder in die Schüssel einfach wieder zurück. So muss man sagen. Am Ende kommt eh wieder alles zusammen, somit ja nicht ausputzen da groß zwischendurch, das passt super. Jetzt gebt euch diese paar Karottenstücke da rein, die Petersilie und die Jungzwiebel einfach so in Stückchen. Deckel wieder drauf. Ich muss ab und zu auf meinen Schummelzettel schauen, ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Und 4 Sekunden auf Stufe 7 hacken. So, das tun wir jetzt auch noch mal kurz raus, in die gleiche, einfach in die Schüssel wieder. Und ihr seht jetzt auch gleich, wie schön fein das ist. Das macht einfach auch mal eine andere Farbe. Und der Geschmack ist wirklich mega. Und es ist halt wirklich eher ein Aufstrich als wie so ein Salat. Also es ist wirklich, ich bin gespannt auf eure Meinung. Lasst mir wirklich immer mal einen Kommentar da. Ich freue mich da extrem drüber, wenn ich von euch lese, was euch an dem gefällt oder wie euch ihr auch so auslebt. Weil es sind dann wirklich viele von euch, die ihr eigenes Ding draus machen. Und das finde ich voll cool, weil da kommen einfach auch oft die besten Sachen raus. Mir passieren auch viele Rezepte, die ich für euch mache, einfach indem ich halt wirklich eine Idee habe oder ein Ding, das ich mir vorstelle und einfach mich so darauf hinarbeite. Oder manchmal einfach Dinge da habe, wo ich mir sage, schmeckt eigentlich sicher da rein lecker. Und so passieren einfach die besten Sachen. Drum, einfach drauf los und lasst mir wirklich einen Kommentar da. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich auch immer über einen Daumen hoch von euch. Jetzt ab mit den Kartoffeln. Ihr seht, das sind wirklich nur, das waren auch damals so Reste, wo ich im Kühlschrank gehabt habe. Da habe ich gedacht, eigentlich Kartoffeln, cremig, das ist mal anders. Ich mag nämlich auch Erdäpfelkäse voll gern, falls ihr das kennt. Das ist so ein Erdäpfelaufstrich. Also, und das passt super. Und es sind wirklich auch nur 5 solche Mini-Kartoffelchen. Ihr könnt natürlich auch einfach 2 große nehmen oder so. Also,
ist einfach nur so ein bisschen ein Pep, den das Ganze da mit reinbringt. Und das Ganze wird jetzt für 3 Sekunden auf Stufe 4, werden die jetzt nur kurz zerkleinert. So, jetzt haben wir da so Stückchen Kartoffeln drin. Dazu kommt jetzt der Käse. Dann gibt es eben rein schon eure Karotten-Zwiebelmischung und die Petersilie eben. Und jetzt diese wachsweichen Eier. Und die habe ich halbiert. Schmeißt die rein wirklich mit allem. Verwendet halt wirklich frische Eier, ist eh logisch. Also dass die wirklich, ja, dass da nichts hat, weil, aber es ist bei Eier sowieso immer wichtig. Dann ein bisschen griechischen Joghurt, einfach weil der vom Fettgehalt ein bisschen höher, das macht es auch nochmal sämig, das Ganze. Und Fett ist ja nicht umsonst Geschmacksträger. Eigentlich kommt jetzt alles rein. Wir haben dann ein bisschen an Essig, wir haben Salz und Pfeffer, nach Geschmack bitte, Senf. Meiner ist schon mittelscharf, also nicht scharf, aber so auf jeden Fall würzig. Also keinen so einen süßen Senf würde ich da auf keinen Fall empfehlen. Da gehört schon ein bisschen Würze mit rein. Essig habe ich an Kräuteressig, nur falls das wichtig ist. Und jetzt wird das Ganze für 15 Sekunden auf Stufe 3,5 vermischt. So, und jetzt ist der Eiersalat Deluxe fertig. Ihr seht, cremig ohne Ende. Ihr müsst es einfach probieren. Ich kann euch das so nicht beschreiben. Er ist einfach mega lecker. Mit den Kartoffelstücken dann drinnen. Ja, einfach nur köstlich. Was anderes kann ich nicht dazu sagen. Man hat diese unterschiedlichen Konsistenzen. Auf einmal beißt man wieder auf eine knackige Karotte. Dann kommt der Eigeschmack richtig schön raus. Aber man hat eben nicht immer nur übertönig diese Eierstücke, sondern dann wieder ein bisschen Kartoffel, der Senf, Essig. Also muss ich wirklich sagen, ist mir sehr gut gelungen. Sehr Eigenlob stinkt, gell, sagt man. Aber nein, das ist wirklich ein super Aufstrich. Probiert den mal aus. Ihr könnt den auf jeden Fall super ideal kombinieren, natürlich mit meinen Weckerl. Also ich habe ja einige Weckerl-Ideen. Ganz viel, die über Nacht gehen. Geht's einmal da in die Playlist rein. Ich habe die extra mit Brot backen, glaube ich, oder so heißt die Liste. Ich schmeiße euch sonst den Link auch zur Playlist nur mal unten in die Videobeschreibung mit rein. Genauso wie den Egg Pro. Also alles, was ihr braucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klappt das auf. Ja, weil ich es einfach... Ja, es ist, wenn man den schnellen Aufstrich macht und dann einfach auch nur schnelle Weckerl dazu. Das ist einfach was, wo ihr wirklich super easy und ohne irgendwie großen Zeitaufwand dann eine mega schnelle Jause mal zum Beispiel zusammen habt für einen Abend, wenn es schnell gehen muss. Und ich finde, das ist mit Kindern im Alltag extrem wichtig und so dieses, ach, man kommt irgendwie heim und irgendwie will man doch eigentlich nur jausen. Viele neigen dann dazu, dass sie sich doch nur irgendwo schnell Weckerl mitnehmen, weil das geht ja schnell. Aber man glaubt es echt nicht, manche Weckerl zu Hause, die gehen einfach ultra schnell. Und da findet es echt einige in meiner Liste. Schaut euch die an. Wie gesagt, lasst mir wissen, wie euch der Aufstrich schmeckt. Ich bin sehr gespannt. Es ist einer meiner aktuellen Lieblingsaufstriche. Wir lieben ja auch zum Beispiel Eier eben zum Frühstück. Und ich weiß nicht, ob es da nicht vielen von euch auch so geht. Ich mache immer ganz gern mehr. Das heißt, auch im Egg Pro zum Beispiel mache ich wirklich zweimal hintereinander diese 5 Eier. Das heißt, wir haben 10 Eier. Weil wir sind 5 Personen. Dann mag wieder einer von den Kindern ein Ei. Dann mag er ein zweites Ei. Beim nächsten Mal mag er wieder gar kein Ei. Aber so habe ich einfach immer genug. Und die restlichen verarbeite ich dann in sowas. Und von dem her, eine bessere Verarbeitung von wachsweichen Eiern gibt es meiner Meinung nach nicht. Und das hat mich eben auch ein bisschen gestört, muss ich jetzt sagen.
dass ich eben die Eier für einen Eiersalat immer hart gekocht eigentlich braucht habe. Oder man macht es ja eigentlich immer mit zumindest festen Eiern, weil ich ja irgendwie zum Frühstück mag ich gern weiche Eier und keine harten. Und dann bleiben mir die weichen über und dann soll ich für einen Eiersalat wieder harte machen. Das ist mir immer so ein bisschen ein Widerspruch in sich gewesen, beziehungsweise einfach hat sich das mir wieder sträubt und ich mir gedacht, nein, so nicht. Und es ist einfach eine grenzgeniale Lösung, finde ich, für diese Situation. Und wie gesagt, der Aufstrich wird euch begeistern. Sagt es mir Bescheid, ich freue mich drauf. Lasst es euch schmecken und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe, ciao, ciao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.